Kooperationspartner wie dem Dinger Rockets Business Club wollen wir die Aufgaben, die wir als regionale Dienstleister haben, sichtbar machen und vorantreiben. Ich freue mich, dass wir heute mit unserem 6. Business Club zu Gast am Flughafen Erfurt-Weimar sein durften. Heute hatten wir das Thema Standortmarketing, City-Marketing und Motivation. Begonnen haben wir, wie es noch hell draußen war. Geschlossen haben wir, der eine Referent hat uns versprochen, er wird so lange brauchen, bis es dunkel ist, das haben wir geschafft. Aber keiner hat den Raum verlassen, alle waren gespannt dabei. Und ich denke mal, tolle Geschichte mit Hein Hansen zur Fischmotivation-Theorie. Kennt ihr das? Wer von euch ist auch nett? Also, oh, das ist ja, Thomas, musst du uns nehmen. Das ist, ja, sehr schön, wunderbar. Komm, du kriegst das eingepackt. Ihr kriegt auch Tücher, ist kein Problem. Ich habe Gesundheitsausweis, Hände gewaschen. Beides nicht, aber macht ja nichts. Klaus Stieringer zum Thema City Management. Denk mal, bin stolz auf die beiden, bin auch stolz auf das Team, das das Ganze hier wieder aus dem Boden gestemmt hat, hier im Flughafen. Tolle Business Club Veranstaltung, runde Geschichte und freue mich schon auf die nächste Zusammenkunft mit unseren VIPs, mit unseren Sponsoren. Dann wird mir das Projekt Erste Bundesliga in Erfurt noch richtig zum Erfolg bringen, noch weiter vorbringen und lang in der Bundesliga bleiben. Bis zu 180 Leute heute Abend hier. Das zeigt, dass unsere Business Club Mitglieder Lust auf solche Veranstaltungen haben, auf solche Expertenforen haben. Ich bin hochzufrieden, wie die Veranstaltung gelaufen ist. Bedanke mich an der Stelle auch noch beim Flughafen Erfurt, dass sie heute uns hier die Veranstaltung durchführen lassen haben und freue mich auf die nächsten Veranstaltungen.